Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Heute geht es um Zeitlupeneffekte. Wann setze ich eine Zeitlupe ein? Was muss ich schon bei der Aufnahme in den Grundeinstellungen beachten? Und wie gehe ich damit in der Postproduktion um? Ich zeige euch Klick für Klick, wie ihr die Zeitlupe, sprich Videogeschwindigkeit, einstellen könnt, was es mit dem Befehl Interpolation auf sich hat und wie gut das hier in dem CyberLink PowerDirector funktioniert. Die Beispiele, die ich hier gerade zeige, sind für mich die typischen Beispiele, um sie in der Praxis zu verwenden, um irgendwelche Effekte im Videoschnitt zu erreichen bzw. gegebenenfalls Kamerafahrten deutlich zu beruhigen. Ich zeige allerdings auch die Grenzen auf, wann eine Zeitlupe nicht mehr sinnvoll ist bzw. wann es das Ergebnis extrem verschlechtert. Viel Spaß damit! Ihr habt den CyberLink PowerDirector gestartet und habt euch in den Medienraum hier eure Clips reingezogen, die ihr schließlich mit einem Zeitlupeneffekt versehen wollt. Das habe ich auch schon gemacht und habe hier mir die Clips auch auf die Zeitachse schon mal gezogen, die ich euch jetzt Klick für Klick zeigen möchte, wie ihr diesen Zeitlupeneffekt anwenden könnt und wann ihr den vor allen Dingen anwendet. In der ersten Filmszene geht es letztendlich darum zu zeigen, normale Geschwindigkeit, verlangsamte Geschwindigkeit, wieder normale Geschwindigkeit, deswegen ist der Clip hier schon dreigeteilt. Wir schauen uns den einfach mal in normale Geschwindigkeit an. Relativ unspektakulär, naja, ganz nett, aber letztendlich erst durch den Zeitlupeneffekt könnt ihr es hier schaffen, den Clip interessanter zu machen. Die erste Sequenz verändern wir das Tempo nicht, in der zweiten Sequenz, nämlich hier in dieser Sequenz, wollen wir jetzt die Zeitlupe verändern. Das heißt, wir gehen auf Werkzeuge, Power Tools, dann öffnet sich hier der neue Bereich und hier habt ihr den Haken bei Videogeschwindigkeit könnt ihr machen. Geschwindigkeitsanpassung anklicken, es öffnet sich ein neues Fenster. Und jetzt seht ihr letztendlich der Clip, die Länge, 3 Sekunden und 4. Und hier könnt ihr an diesem Regler könnt ihr es jetzt verändern. Auf einfache Geschwindigkeit, also mal 1,0. Wir wollen ihn jetzt verlangsamen, deswegen gehen wir mit dem Regler nach links und gehen auf die Hälfte der Geschwindigkeit, also 0,5. Soweit ist das auch relativ einfach. Man sieht hier auch gleich die neue Ausgabedauer. Das passt, das ist nämlich genau doppelt so lang. Jetzt haben wir hier noch das Einstellrädchen. Ganz wichtig, dass man hier mal draufklickt. Wenn ihr das Audio behalten wollt, also sprich die Originaltonhöhe, dann geht das nur von 0,5 bis doppelte Geschwindigkeit, also zweifache Geschwindigkeit. Ich empfehle immer, diesen Haken zu setzen und hier Interpolationseinstellung auch den Haken zu setzen. Ich erkläre euch auch gleich warum. Hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, dass es erklärt wird und die Interpolation steht für folgende Geschwindigkeiten zur Verfügung. Wunderbar, 0,5, das ist genau unsere neue Geschwindigkeit, also passt es. Wir gehen auf Anwenden, okay. Und jetzt seht ihr schon, der Clip, den ich markiert hatte, ist jetzt doppelt so lang geworden. Jetzt schauen wir uns das gleich nochmal alles an. Damit es flüssig läuft, gehe ich mal hohe Auflösung, das passt schon. Weil ich arbeite ja mit einem Laptop nur, um zu zeigen, dass der PowerDirector eigentlich auch für schwächere Systeme gut geeignet ist. Und jetzt seht ihr, der Zeitlupeneffekt fängt an. Ohne Ruckeln, ohne Murren wird es abgespielt. Gleich ist der Clip zu Ende, normale Geschwindigkeit, super. Erster Effekt hat funktioniert. Jetzt denkt ihr natürlich, naja, das war ja alles nicht so schwer. Ist es auch nicht, weil es waren ja wirklich nur wenige Klicks, die zu machen sind. Aber ihr müsst, bevor ihr anfangt, über Zeitlupen nachzudenken, müsst ihr bei der oder kurz vor der Aufnahme in euren Kameraeinstellungen Folgendes machen. Ihr könnt nämlich nur eine Zeitlupe verwenden, wenn das Ausgangsmaterial die notwendig richtigen Einstellungen hat.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, weil ihr Drittmaterial verwendet oder von einem Freund bekommt, dann könnt ihr hier über die rechte Maustaste dieses Eigenschaftsfenster aufrufen. Und dann seht ihr ganz genau, was ihr wissen müsst. Also letztendlich hier die klassischen Daten, was ist für ein Dateityp, Dateigröße erstellt. Und dann seht ihr hier auch noch die Originaldauer, die Bitrate, die Auflösung, hier Full HD. Und das ist der Wert, der ganz wichtig ist, Bildrate, 119,88 FPS, also aufgerundet 120 FPS, Seitenverhältnis 16:9. Wenn wir solche Aufnahmen haben, dann sind Zeitlupen für uns gar kein Problem. Wir blicken nochmal kurz zurück. Wir haben die Zeitlupe mit der Hälfte der Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben die Zeit verdoppelt. Und somit haben wir von den 120 Aufnahmen im Original, haben wir noch 60 Frames übrig. Also 60 Bilder pro Sekunde. Mit 60 Bildern pro Sekunde sieht das Auge optimal einen flüssigen Film. Ich möchte es euch hier nochmal kurz zeigen. Optimal flüssig, läuft, ohne dass es ruckelt, ohne dass irgendwas passiert. Ich hatte hier diesen Befehl Interpolation nochmal extra angekreuzt. Wir schauen hier nochmal genau rein. Also hier seht ihr die Originaldauer, hier seht ihr die verdoppelte Dauer, das hängt mit diesem Faktor zusammen. Und hier auf dieses Einstellrädchen habe ich Interpolationseinstellungen. Bei diesem Fall hätte ich es gar nicht gebraucht, deswegen mache ich diesen Haken wieder raus, um zu zeigen, ich habe so viele Frames übrig, nämlich von 120 Frames im Original auf 60 durch die Zeitlupe reduziert, dass es auch beim Abspielen ohne Interpolation, das ist eine Softwarehilfe in PowerDirector, immer noch flüssig läuft. Und ihr seht hier in dem Ergebnis, es läuft weiterhin flüssig, ohne dass Bilder fehlen. Perfekt. Kommen wir nun zu einer neuen Möglichkeit. Hier seht ihr, das ist aus der Hand gefilmt, auf einem Segelboot. Ich filme ein anderes Segelboot. Es ist noch relativ ruhig, aber man sieht, dass es ein bisschen unruhig ist. Jetzt ist das Segelboot, natürlich fährt es schon relativ langsam und alles sehr unspektakulär. Das heißt, für das Segelboot würde ich jetzt keine Zeitlupe extra erstellen, aber ich würde, um die Kamerahaltung, die aus der Hand erfolgte, um die noch etwas zu beruhigen, macht es Sinn, auch wieder einen Zeitlupeneffekt zu erstellen. Ich lege das mal hier etwas näher dran. So, der Filmclip ist markiert, wir gehen wieder auf Werkzeuge, Power Tools, Videogeschwindigkeit und jetzt muss ich ein bisschen ausprobieren, was macht Sinn, welche Geschwindigkeit macht wirklich Sinn, um hier die Kamerafahrt bzw. das Kameragewackel zu beruhigen. Die Hälfte der Geschwindigkeit sehe ich persönlich als zu viel an. Aber wenn ich es um ein Drittel verringere, ist hier immer ein bisschen fummelig. Wenn es nicht klappt, hat man hier aber die Möglichkeit, entweder direkt reinzuklicken und es mit der Tastatur zu ändern. Oder ich gehe hier einfach auf den oberen Pfeil, klicke ein paar Mal drauf, habe 750. Wir haben wieder hier unsere Einstellungs, Audio behalten oder interpolieren. Auch hier weiß ich, dass ich deutlich genug Frames habe. Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich auch hier rechte Maustaste auf den Clip gehen, Eigenschaften und ich habe wieder das gleiche Fenster und ich habe hier die Bildrate wieder 120 Frames. Also passt, ich habe es ja nur um ein Drittel verändert. Wir gucken uns einfach mal den Clip an und schauen, was sich verändert hat. Das ist noch die Originalgeschwindigkeit, es wackelt ein bisschen. Okay, kleiner Fehler gemacht, ich habe mich auf Film umgestellt. Es wackelt noch ein bisschen. Und der gleiche Clip wirkt deutlich ruhiger, obwohl das Segelboot nicht deutlich langsamer fährt. Also von daher hat man einfach, wenn man mit der Geschwindigkeit ein bisschen spielt, viele Möglichkeiten, um auch Kamerafahrten, die aus der Hand erfolgt sind, weich und smooth zu machen, um hier so ein bisschen einen cinematischen Look zu generieren. Bei den nächsten Clips geht es darum, dass ich hier jemanden habe, der mit einem Kickbike unterwegs ist und ich möchte letztendlich die Szene, wenn er direkt an der Kamera vorbeifährt, möchte ich halt verlangsamen. Wir gucken uns nochmal die Eigenschaften an und hier sind die Aufnahmen leider nur mit 60 FPS gemacht.
60 FPS ist erstmal vollkommen ausreichend, um gute Zeitlupeneffekte zu machen. Wir müssen uns nur wieder überlegen, wie stark können wir die Zeit verzögern, damit das menschliche Auge ohne Ruckeln das erkennen kann. Das heißt, wenn wir wieder auf den Faktor 0,5 gehen, dann haben wir aus 60 Bildern 30 gemacht. Ja, das ist perfekt. Wenn wir jetzt aber anfangen, den Faktor auf 0,25 zu machen, das heißt, wir haben die Geschwindigkeit um 75% erhöht, also verlängert den Clip, dann haben wir nicht mehr 30, sondern dann kommen wir auf irgendwas um die 20. Und um diese 20 Frames pro Sekunde wird das menschliche Auge irgendwas Ruckliges wahrnehmen. Das muss man sich nur bewusst sein. Wir probieren das einfach mal aus. Also, wir gucken uns erstmal den Frame hier mal im Gesamten an. Vollkommen unspektakulär. Passt. Okay, wir gehen wieder hier auf den Clip, den wir verlangsamen wollen. Werkzeuge, Power Tools, Videogeschwindigkeit, Geschwindigkeitsanpassung. Und jetzt machen wir eine deutlich stärkere Verlangsamung als nur um die 0,5, sondern wie ich sagte auf 0,25. Und wir lassen die Interpolation in dem Fall mal hier weg. Anwenden. Man sieht schon, wow, der Clip wird deutlich länger und wir gucken uns das Ergebnis jetzt einfach mal an. Und jetzt merkt man schon, das sieht zwar langsam und cool irgendwie aus, aber irgendwie richtig flüssig läuft es nicht. Also es ist keine schöne Zeitlupe, sondern es fehlen einfach Bilder. Jetzt bietet dir der CyberLink Power Director an, wir können das über Interpolation auffangen. Dafür habe ich diesen Clip hier nochmal, das ist genau der gleiche, auch nochmal zur Verfügung gestellt. Wir probieren das jetzt wieder aus. Wieder die gleichen Einstellungen, nur was wir jetzt beachten, wir werden die Interpolation anklicken, weil wir kriegen ja angezeigt, bei einer Geschwindigkeit von 0,25 funktioniert das System. Alles klar, probieren wir es aus. So, man sieht hier auch schon wieder, wie sich es verlängert. Ich propfe ihn einfach mal dran und wir gucken uns mal den Clip von Anfang an, um einfach das Ergebnis beurteilen zu können. Ohne Interpolation, mit Interpolation. Augenscheinlich sieht das Ergebnis relativ gut aus. Wenn man den Film dann aber zum Schluss rendert, dann sieht es so aus wie in meinem Vorspann, dass es einfach etwas ruckelig aussieht. Von daher, ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr Zeitlupen machen wollt, müsst ihr im Vorfeld euer Videomaterial entsprechend so einstellen, dass ihr hier mindestens 60 Frames habt oder 120 Frames. Mit 120 Frames, da seid ihr richtig auf der sicheren Seite und könnt super Slow Motions machen. Das möchte ich euch jetzt in diesem Beispiel zeigen. In diesem Beispiel geht es um einen Segelturn auf der Ostsee und da spritzt gleich richtig gut das Wasser, sogar bis an die Kamera, und das lohnt sich natürlich, hier einen Zeitlupeneffekt zu machen, um einen schönen dramatischen Effekt beim Zuschauer zu generieren. Wir markieren wieder den entsprechenden Clip auf Werkzeuge, Power Tools, Videogeschwindigkeit, Geschwindigkeitsanpassung, ist eigentlich immer der gleiche Weg. Das Fenster öffnet sich und jetzt gehen wir hier auf 0,250. Interpolierte Technologie anwenden, sie kann auf jeden Fall nicht schaden. Da werden sozusagen Zwischenbilder berechnet. Weil auch hier, gucken wir mal schnell rein, das Ausgangsmaterial hat leider nur 60 FPS. Von daher müssen wir hier quasi ein bisschen tricksen. Das muss man auch immer ein bisschen ausprobieren. Manchmal funktioniert das mit dem Interpolieren und manchmal funktioniert das nicht. Man kann sich auf jeden Fall nicht hundertprozentig drauf verlassen. Was ihr aber schon seht, dass euer Audio hier letztendlich sich komplett verändert hat, weil ab dieser Verlangsamung einfach nicht mehr die Tonhöhe gehalten wird. Und das seht ihr hier an diesen Kurven einfach, dass sich da was verändert hat. Solche Effekte leben natürlich auch vielleicht von ein bisschen dramatischer Musik. Wir schauen uns das Ergebnis mal an.
Man sieht sehr schön, wie die Tropfen fast einzeln fliegen, also ganz toll. Auf jeden Fall hat es funktioniert mit dem Interpolieren, weil jetzt wurden hier wirklich Zwischenbilder dazu gerechnet und die Software hat das gut gemacht. Ja, so viel zum Thema Zeitlupe, wie man sie einsetzen kann. Im Fazit lässt sich sagen, mit dem Programm lassen sich sehr gut Zeitlupen erstellen, aber achtet im Vorfeld schon drauf, dass ihr die richtigen Videoeinstellungen, sprich genug Frames, mit aufnehmt, dann seid ihr in der Zeitlupengestaltung sehr flexibel und könnt sie für die unterschiedlichsten Effekte einstellen. Nochmal kurz zusammengefasst, um dramatische Aufnahmen zu machen, um cinematische Effekte zu machen, um aber auch gegebenenfalls Aufnahmen aus der Hand, gerade im Zoom-Bereich, deutlich zu stabilisieren, kann man diese Geschwindigkeitseffekte wunderbar einsetzen. Das war's. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder Wünsche habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich versuche, dies umzusetzen. Auch dieser Zeitlupeneffekt war ein Wunsch, den sich ein Zuschauer gewünscht hat. Das freut mich ganz besonders. Ich hoffe, ich konnte ihm helfen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Tschüss!